Im Krankenhaus, da war ich 14, also als junges Mädchen, lag ich in Frankfurt am Main sehr lange, also ein halbes Jahr im Krankenhaus, hatte eine Wirbelsäulengeschichte und ich habe mich ganz doll in ein 15-jähriges Mädchen verliebt. Also die lag da im Nebenzimmer, ich habe sie oft besucht, also ich war damals eingegipst, ja, von da bis zur Hüfte, also ich war ein Jahr im Gips, konnte damit aber rumlaufen, natürlich nicht in der Zeit, wo ich dann operiert worden bin, da musste ich im Bett liegen. Aber jedenfalls war ich da lange und ich habe also dieses Mädchen immer besucht und die hatte einen Schlittenunfall, also einen ziemlich schlimmen Schlittenunfall gehabt und hatte eben auch was an der Wirbelsäule. Und da musste sie einfach ein paar Wochen liegen, ganz fest im Bett liegen. Und ich habe sie halt immer besucht und wir haben uns unterhalten über alles Mögliche. Und eines Tages durfte sie aufstehen und ich bin fast vom Stuhl gefallen, wie groß die war, mit 15. Ich habe nur so geguckt, ja. Die war 1,80 groß. Und ja, damals war ich total in dieses Mädchen verliebt und die war auch sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr Bilder von Anselm Feuerbach kennt, von diesem Maler. Der hatte, also aus dem, ich glaube aus dem 18., 19. Jahrhundert, der hatte eine Freundin und das war sein Modell. Und die, das war eine sehr schöne Frau. Und so ungefähr wie diese Frau auf diesen Bildern sah dieses Mädchen aus. Und jedenfalls bin ich praktisch aus dieser Krankenhausgeschichte so hervorgegangen, dass ich dann einfach wusste, ich verliebe mich in Mädchen und ich war dann auch in der Schule, in der Klasse auch in ein Mädchen verliebt, aber ich habe das nicht gesagt, ich habe auch gedacht, also das geht irgendwie gar nicht, also ich bin wahrscheinlich die Einzige auf der Welt, ja, die sowas fühlt und also ich hatte auch keine Vorbilder, gar nichts und hatte auch in meiner Umgebung keine Mädchen, die irgendwie, wo ich gedacht hätte, na, die fühlen auch so, also da war nichts, ja. Und ich bin auch in einer sehr katholischen Stadt aufgewachsen und da war also, naja, jedenfalls dachte ich, ich bin die Einzige. Und dann habe ich erstmal den Umweg gemacht durch das Gruselkabinett der heterosexuellen Umwelt, also mit Tanzstunde und so. Ach, das war grauenhaft. Also diese Tanzstunde. Nee, naja. Und dann bin ich irgendwann, also ich habe Abitur gemacht und habe dann eine Banklehre gemacht. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, 1977, da war ich 28. Und dann wurde es irgendwie immer stärker in mir, dass ich gerne eine Freundin gehabt hätte, aber damals war ich halt einfach noch hetero und ich wollte hier auch gerne in eine Gruppe gehen. Also ich habe zwischendurch in Marburg studiert, also und da bin ich mit der Frauenbewegung schon in Kontakt gekommen und da gab es auch ein Frauenzentrum in Marburg und das war irgendwie toll, also einfach so unter Frauen zu sein und sich so frei äußern zu können. Und also die Typen da an der Uni, die haben ja immer alle furchtbar angegeben und wenn die geredet haben, waren die Frauen meistens still. Also es war einfach wie überall, ja, ätzend. Naja, und dann hatten wir dieses Frauenzentrum in Marburg und da wusste ich auch irgendwie, ich möchte da einfach hin und das ist mein Weg. Und naja, und dann war ich in Berlin und ich hatte gehört von einer Gruppe namens Brot und Rosen. Aber als ich hier ankam, da gab es die gar nicht mehr, glaube ich. Also jedenfalls habe ich diese Gruppe, also ich konnte nicht in diese Gruppe gehen. Und dann gab es auch das Latz, das wusste ich aber nicht. Und ich war ja damals noch hetero, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht reingetraut, ja. Also das lesbische Aktionszentrum. Ja, und dann habe ich hier erstmal so in Wohngemeinschaften gelebt. Und habe dann in dem Winter 78, 79, in dem so wahnsinnig viel Schnee lag, ne, vielleicht könnt ihr euch erinnern, also ganz Deutschland war unter einer Schneedecke, war eine richtige Katastrophe. Also
Und jedenfalls war da in diesem Winter eine Fete im Wedding. Da kannte ich eine Frau ganz flüchtig. Und die hat mir auch gesagt, also sie kennt eine Lesbe. Und die würde auch da sein. Und da habe ich mir so gedacht, das hört sich irgendwie interessant an. Und werde ich doch mal gucken. Und kam ich da zu dieser Fete. Und ich musste mich da erstmal umziehen. Also draußen lag der Schnee so hoch, ja. Und ich hatte irgendwie dann so. Also ich bin natürlich in Stiefeln gekommen und musste mich dann umziehen und Schuhe, Halbschuhe und so. Und war da in so einem Raum, wo eben so die Klamotten so rumlagen, war eine größere Fete, also aber gemischt mit Typen und mit Frauen. Und dann kam so ein Wesen da rein in diesen Raum, wo ich mich umgezogen habe. Und da dachte ich so, der Typ sieht aber sehr nett aus. Und dann sagt der Typ zu mir, hallo, ich bin die Birgit. Naja, und die Fete war eigentlich öde, aber wir beiden waren die Einzigen, die sich amüsiert haben. Wir haben die ganze Zeit getanzt und gelacht und getrunken und so fing praktisch unsere Beziehung an. Ja. Und wir haben uns praktisch, nach einer Stunde haben wir uns praktisch ineinander verliebt. Und und dann waren wir so über 2 Jahre zusammen und dann ist sie gestorben. Jetzt muss ich erst mal aufhören. Mach mal Pause. Ja, also meine Freundin ist an den Folgen eines Autounfalls gestorben im Ausland. Und das war fürchterlich, also es war grauenhaft, grausam. Weil wir uns sehr geliebt hatten. Und, aber ich war zum Glück gut vernetzt. Also ich hatte Gruppen, ich hatte eine Schreibegruppe, ich war in der Gruppe L74 und ich hatte noch eine Gesprächsgruppe, also ich hatte Freundinnen, ich hatte meine Familie, ich hatte meine Schwestern und die haben mich auch sehr unterstützt und aufgefangen. Und zum Glück habe ich ein Jahr später eine Frau kennengelernt, mit der ich dann eine Beziehung begonnen habe. Und das war Sabine. Mit ihr war ich 4 Jahre zusammen, aber das ging irgendwie nicht so gut nach sehr gutem Beginn, weil sie war sehr radikal und konnte einfach keine Kompromisse mit der Hetero-Welt schließen. Also das war für sie einfach, also sie wollte die lesbische Nation gründen und wollte irgendwie da keine Kompromisse schließen und hat also durch diese Radikalität und diese Kompromisslosigkeit auch viele Frauen so von sich weggetrieben. Also sie war schon sehr klug, sehr sympathisch und hatte unheimlich viele gute Ideen und aber dadurch, dass sie, ja, sie hat sich mit der Hetero-Welt einfach nicht anfreunden können. Also ich ja auch nicht. Aber ich meine, es ist ganz klar, wir müssen Kompromisse schließen. Wir müssen arbeiten, wir müssen leben, wir müssen unsere Miete bezahlen und essen und trinken. Und da kann man nicht also praktisch jeden Mann ermorden wollen. Das wollte sie ja auch nicht. Aber es ging einfach nicht. Ja, wir müssen ja alle irgendwie sehen, dass wir durchkommen. Und ich meine, die wenigsten von uns können wirklich so radikal leben. Also nur mit Frauen, das ist ein Traum, das ist eine Utopie, ja. So einfach mit Frauen leben und arbeiten. Ich meine, manche schaffen das und machen auch ihre Projekte und manchmal geht das auch, aber für die meisten Lesben ist es eben so, dass sie einfach auch mit der Hetero-Welt einfach sich auch arrangieren müssen. Ja, und Sabine und ich haben dann zusammen, wir waren erst zusammen in der Gruppe L74, da war ich ein paar Jahre, wir waren dann auch zusammen in der Redaktion, also wir haben dann diese Zeitung da auch mit rausgegeben, also gestaltet mit rausgegeben. Und dann haben wir im Herbst 1984,
da entstand die Idee, eine Lesbenwoche zu machen. Also es gab ja diese Frauen-Sommer-Unis. Und die Idee, also eine Woche zu machen nur für Lesben, die kam ursprünglich aus dem Frauenzentrum. Da gab es eine Gruppe, die hieß Lestra. Und da entstand diese Idee und da war auch die Susanne Bischoff drin. Und Susanne Bischoff hat dieses Projekt auch so sehr vorangetrieben. Und wir haben uns dann mit ihr zusammengetan. Es waren dann so ungefähr 8 bis 10 Frauen. Und dann haben wir also in ein Jahr lang eben diese Lesbenwoche vorbereitet. Die erste fand dann statt in den Herbstferien 1985, die erste Berliner Lesbenwoche. Und das war natürlich sehr viel Arbeit und das Schwierigste war auch so, die Räume zu kriegen, ja. Und also auf der Suche nach Räumen, das war wirklich auch manchmal ein bisschen komisch. Also wir haben natürlich in Schulen gefragt, ja, und manche Schulen waren auch erst ganz angetan. Und dann, aber als die gehört haben, dass wir Lesben sind, ja, dann fiel denen plötzlich ein, oh, wir müssen ja umbauen, oh, wir müssen ja Großreine machen. Ja, und dann hatten wir zum Schluss dann Räume gefunden, und zwar die SFE da am Mehringdamm, Mehringhof. Und da haben wir dann erst, also praktisch unsere erste Lesbenwoche, da waren die Seminarräume und wir haben ja dann auch Referentinnen gesucht und gefunden und das Programm war sehr bunt gemischt, also es eigentlich sind auch nicht anders gewesen die Themen als heute, also Liebe, Arbeit, Beziehungen, Sport, Gesundheit, Alter, was es da so gibt, ja. Das unterscheidet sich eigentlich nicht so besonders von heute, denke ich mir. Naja, Rassismus auch und Ausgrenzung, Abgrenzung und ja. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Licht? Also ich habe 2010 einen Roman geschrieben. Ich habe auch einen Verlag gesucht, aber keinen gefunden, beziehungsweise ich hatte 2 Verlage angeschrieben und die wollten es nicht, das war denen zu experimentell. Also das war damals so, dass ich war arbeitslos habe so gedacht, also dieses Hartz-IV-System ist ja wirklich, also sowas von absurd und ich habe auch so absurde Briefe gekriegt vom Jobcenter, also, und ich habe denen auch, wenn ich mich also wahnsinnig über die geärgert habe, also was weiß ich, also eine Stelle möchte von mir Unterlagen haben, ich schicke diese Unterlagen hin und eine andere Stelle verlangt von mir ein halbes Jahr später diese Unterlagen und das fand ich so absurd, dass ich denen eine Satire geschrieben habe, ja. Und dann habe ich mir auch so gedacht, warum kenne ich keine Romane, die so vom Jobcenter handeln, von Hartz IV und diesem ganzen System und diesen absurden Briefen, also ich habe die alle noch, ne, diese komischen Briefe von dem Jobcenter. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt keinen Roman drüber, also muss ich den selber schreiben. Und dann habe ich einen Roman geschrieben, der heißt Endstation, alle einsteigen. Und also wie gesagt, mich beworben da bei 2 Verlagen, die wollten das nicht, war denen zu experimentell. Dafür hatten sie kein Geld. Und dann habe ich das erstmal ruhen lassen, das war 2010. Und 2011 wollte ich mich eigentlich so richtig dahinter klemmen. Und da nochmal was versuchen, aber dann in dem Jahr, ich nenne das Jahr meiner Toten, also da starb dauernd jemand, also Freundin, Verwandte, eine ganz enge Freundin, also diese Sabine, mit der ich auch in der Lesbenwoche zusammengearbeitet habe, die war mittlerweile wieder in ihre Heimatstadt gezogen und hat sich einfach totgetrunken, also das war so furchtbar, also auch für ihre ganze Umgebung und wir hatten noch ziemlich viel Kontakt gehabt, so. Aber dann hat sie sich irgendwann nicht mehr gemeldet und ich habe dann einfach die Todesanzeige gekriegt im Dezember 2011 und das war so schrecklich. Also und dann habe ich eben von ihrer Familie dann erfahren, was da los gewesen ist, Leberzirrhose und so.
Naja, jedenfalls in dem Jahr starben halt so einige und ich war praktisch alle Vierteljahre auf dem Friedhof. Verwandte, Bekannte und so weiter. Und dann zum Schluss Sabine als Höhepunkt. Und dann war mir mein Roman so egal, ja. Also ich wollte da nichts mehr mit zu tun haben. Beziehungsweise ich habe zu Hause dann im Freundinnenkreis Lesungen gehalten, so kleine, im kleinen Kreis. Ich habe den Roman auch 10 Frauen zum Lesen gegeben und zum Teil haben die sich schlapp gelacht, weil ich das auch so ein bisschen satirisch verfasst habe. Und ja, also und das mit den Lesungen, das fand ich ganz nett, so den so vorzulesen. Und aber ich habe dann auch einfach erstmal liegen gelassen und ich habe auch im Moment gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Also ich könnte mir vorstellen, den mal wieder so anzugucken und mal Verlag auch anzuschreiben, aber das ist jetzt nicht so mein wahnsinniger Herzenswunsch. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, 40 Jahre jünger wäre, 30, wenn ich 30 wäre, würde ich auch mal zu einer Lesebühne gehen und ja, auch mal was vortragen oder so, aber muss alles nicht sein. Tja, ja, stell einfach nochmal die Frage und dann... Ja, schon gestellt, kannst du. Okay. Ja, also diese Gruppe, dieses Lesbennetzwerk in Schöneberg, finde ich sehr, sehr spannend, weil auch die Frauen so unterschiedlich sind. Wie gesagt, ist die jüngste ja 26 und die älteste 78. Und wir haben halt auch sehr viele verschiedene Themen, je nachdem, was die einzelnen Frauen so erleben, was sie bewegt und was sie gelesen haben, gesehen haben oder was sie erlebt haben. Manche sind sehr sportlich und machen Ausflüge und manche gehen ganz gerne mal ins Kino oder manche lesen interessante Bücher und darüber tauschen wir uns dann auch aus oder einfach auch so Alltag. Natürlich spielt auch sehr eine große Rolle natürlich auch Gesundheit, irgendwelche kleinen Unfälle, Stürze und so. Das häuft sich in letzter Zeit, dass die Frauen einfach hinfallen, ausrutschen, ja, und dann eben Prellungen haben und so. Naja, das sind eben Themen, also ja, wir müssen alle gucken, dass wir unsere Gesundheit auch erhalten. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, ne? Und ich meine, wir können wirklich froh sein, dass wenn wir so einigermaßen noch fit sind, ja, also wie gesagt, habe ich ja vorhin erzählt, dass 2 ja schon gestorben sind und eine im Sterben liegt und also das kommt einfach auch näher an uns ran, dass wir uns mit diesen Themen auch auseinandersetzen müssen, ne? Das ist ganz klar. Und, ja, und aber vor ein paar Jahren, oder nee, das ist schon etwas länger her, da hatte ich mal initiiert, die Frage zu stellen, was ist Glück? Und da haben wir, jeder hat dann eben einen Zettel gekriegt und dann hat sie aufgeschrieben, was ist für sie Glück oder was bedeutet Glück und was fällt mir dazu ein? Und das war sehr schön, also manche haben philosophisch geantwortet und irgendwelche berühmten Leute zitiert, was die so unter Glück verstehen, oder manche haben einfach auch ganz normale Sachen so gesagt und geschrieben. Das habe ich dann zusammengestellt, so die einzelnen Aussagen, und dann hatten wir eben so 2 Seiten, was ist Glück. Und ich denke mir, das könnte ich auch mal wiederholen, nochmal so eine Frage stellen. Ich finde es auch spannend zu erfahren, ja, was verstehen andere Leute oder Quatsch, Leute, andere Frauen unter Glück. Und also für mich ist zum Beispiel Glück, also ich bin morgens glücklich, wenn ich meinen Kaffee trinke, weil ich den besten Kaffee der Welt koche, ja. Und ohne Kaffee ist der ganze Tag Mist. Also wenn ich Kaffee trinke, dann bin ich einfach, ja, dann kann ich mich mit dem Tag identifizieren, ja. Ja. Das muss einfach sein, morgens erstmal so ganz gemütlich Kaffee trinken und
mich auf die Welt einstellen, ja, und auf das, was ich so machen möchte, erleben möchte und was ich zu tun habe. Meine Mutter war erstmal nicht so begeistert. Meine Schwestern waren begeistert. Das war ja, wann war das, 1979? Und als die das von mir gehört haben, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, dann haben die gesagt, ach Eva, das passt so gut zu dir, ja. Das ist ganz toll und so. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und und ich habe es meiner Mutter nicht direkt sagen können, weil meine andere Schwester, also meine mittlere Schwester, die war schneller, die hat ihr das gesagt und dann kam meine Mutter erstmal so ein bisschen ins Grübeln und musste, glaube ich, wie ich gehört habe, erstmal einen Schnaps trinken. Aber sie hat sich sehr schnell damit abgefunden und ach, naja, der war das eigentlich im Grunde auch so ziemlich egal. Also ob wir nun heiraten oder Kinder kriegen oder sonst was mit unserem Leben machen, also da hat sie nicht so, das hat sie nicht so wahnsinnig berührt. Also sie war eher so auch davon eigentlich unabhängig. Ja? Also die war froh, dass wir aus dem Haus waren, als wir fertig studiert hatten und aus dem Haus waren. Und irgendwie konnte sie dann einfach so mit ihrem Ehemann ihre eigenen Sachen machen und erstmal sich so ein bisschen erholen von dem ganzen Stress, ja. Also wir sind praktisch alle gleichzeitig aus dem Haus, weil meine beiden Schwestern waren zusammen in einer Klasse, die waren aber unterschiedlich alt. Und zwar waren die deswegen in einer Klasse, weil meine mittlere Schwester auch diese Rückengeschichte hatte und ein Schuljahr verloren hat. Und dadurch ist sie in die Klasse meiner jüngsten Schwester gekommen. Die haben also zusammen Abitur gemacht. Und ich habe eine Banklehre gemacht nach dem Abitur. Und da sind wir praktisch alle gleichzeitig 1971 aus dem Haus. Und es gibt ja viele Mütter, die dann auch, ach Gott, die Kinder, und jetzt bin ich ja alleine und so. Meine Mutter gar nicht, ja, die war so froh, ja. Und dann konnte sie endlich, also meine Mutter war auch sehr kreativ dann später. Sie hat zum Beispiel Seitenmalerei gemacht und hat sehr gerne gelesen und ist gereist mit ihrem Mann und schöne Reisen gemacht. Und sie hat so gewebt auch, ne? Webteppiche gemacht. Und also das war wunderschön, was sie so an Seitenmalerei gemacht hat. Das war ganz toll. Und also ich sage jetzt immer nur ihr Ehemann, weil unser Vater gegen uns sexuelle Gewalt ausgeübt hat. Von daher war das Verhältnis also fürchterlich. Und meine Schwester und ich, wir waren alle froh, dass er 1998 gestorben ist. Und also meine große Angst war damals, dass meine Mutter vor ihm stirbt, ja. Hat sie aber zum Glück nicht gemacht. Und ach, wir waren so froh, dass der weg war. Ja. Also wir waren zwar alle schon aus dem Haus, aber es war einfach eine große Erleichterung, dass der weg war. Und meine Mutter hat auch nicht so besonders getrauert. Also die hat sich nicht mehr so gut mit ihm verstanden. Und wir hatten sie auch irgendwann gesagt, was er so gemacht hat. Und sie fand das furchtbar. Und und sie musste ihn auch in den letzten Lebensjahren so pflegen. Er hatte so Lungenemphysem und war nur noch zu Hause. Und das ist ihr wahnsinnig auf den Geist gegangen. Und als der dann gestorben ist, ich glaube, die war froh. Die hat das zwar nicht so offen gesagt, dass sie froh war, aber naja, also eine Liebe war es nicht mehr. Und ich weiß noch, als wir haben ihn gesehen, als er als Toter aufgebahrt war, und kurz vor der Trauerfeier haben wir ihn noch gesehen. Meine Mutter war dabei, ein paar Enkelkinder und meine Schwestern glaube ich nicht, aber ich wollte das sehen, ich wollte ihn nochmal sehen. Und wir sahen ihn also da so liegen und da haben wir halt eine Weile ihn dann so angeguckt. Also er war glaube ich hinter so einer Glaswand, er war so aufgebahrt und wir konnten ihn also so sehen. Und als wir dann gegangen sind, hat meine Mutter
einfach nur so Winke, Winke gemacht, als wenn der gerade mal mit dem Zug wegfahren würde. Ja. Ja. So, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ja. Also ich hatte ja vorhin erwähnt, ich bin jetzt 70 und was mache ich die nächsten 10 Jahre, bis ich 80 bin. Und ich habe mir vorgenommen, also erstens mal ganz viele schöne Dinge zu erleben und auch so kulturmäßig und auch tanzen gehen. Und das finde ich auch ganz toll hier in der Beginne, dass es hier so viel gibt. Und Vernissagen und Karaoke. Ich habe ja auch schon mal Karaoke gesungen. War lustig, obwohl ich keine Stimme habe. Und Mitsingkonzerte und Lesungen, das finde ich alles sehr spannend. Aber ich habe mir auch vorgenommen, ich muss unbedingt meinen Besitz irgendwie reduzieren. Also ich habe zwar nicht so wahnsinnig viel Kram wie andere Frauen, also ich kenne ja so bestimmte Wohnungen und was sich da manchmal so angehäuft hat, also da muss ich sagen, da ist es bei mir recht übersichtlich. Aber da möchte ich schon auch in den nächsten 10 Jahren wirklich mal ganz gründlich durchgucken, was ich so brauche und was ich nicht mehr brauche. Und ja, natürlich denke ich, ich will zwar 100 werden, aber es kann natürlich auch sein, dass ich schon mit 80 sterbe und dass meine Schwestern, die ja ein bisschen jünger sind, dann meine Wohnung ausräumen müssen. Und dann möchte ich denen nicht so viel Arbeit hinterlassen. Also ich habe zum Beispiel auch viele so Briefe, ne? Und da muss ich schon überlegen, sind die wirklich so wichtig, dass ich die aufheben muss? Also es sind wirklich, also ich habe Ordner voll Briefen und Karton, also so Schuhkartons voller Briefe. Und ich habe natürlich auch von meiner Mutter viele Sachen, die ist vor 2 Jahren gestorben. Und da habe ich, also weil die auch sehr, sehr gerne geschrieben hat und sehr viel Post bekommen hat, da habe ich 800 Briefe durchgeguckt, weil einige Verwandte auch so ihre Briefe gerne zurückgehabt, also zurück wollten. Meine Nichten zum Beispiel, also die Enkelinnen von meiner Mutter, wollten gerne ihre Briefe zurückhaben. Und da habe ich also 800 Briefe und Karten durchgeguckt. Das war eine wochenlange Arbeit. Und das fand ich auch sehr schön, also so zu sehen, wie viele Menschen meine Mutter so mochten und mit wie vielen Menschen sie Kontakt hatte. Und ihre Briefe waren auch sehr beliebt. Also viele haben sich auch schlapp gelacht, ich auch. Also wir haben früher, obwohl wir jede Woche telefoniert haben, haben wir uns auch zwischendurch Briefe geschrieben. Und auch so geschrieben, ja, ich habe das und das Buch gelesen oder die Fernsehsendung gesehen und es war toll und so. Und ich schicke dir mal eine Rezension und meine Mutter hat mir immer Rezensionen auch geschickt oder irgendwelche Sachen, die für mich spannend waren. Und ich habe ihr auch was geschickt und jedenfalls war das eine sehr rege Korrespondenz und sie hatte auch so einen Humor. Und da haben also viele aus unserer Verwandtschaft, die waren wirklich so begeistert von ihren Briefen und deswegen hatte sie eben noch, also die hatte schon viel weggeworfen von ihren Briefen und aber als sie gestorben war, da habe ich immer noch 800 Briefe so mitgenommen, ja, also der Wahnsinn, ja. Und da habe ich halt, die habe ich ja eben alle noch, beziehungsweise ich habe einigen Verwandten natürlich die Briefe, die sie wollten, zurückgegeben, aber ich habe noch sehr viele. Und ich habe auch meine eigenen, also die Sachen, die ich so bekommen habe, habe ich auch alle noch, also viel, ganz, ganz viel. Ich habe sogar auch noch aus meiner Krankenhauszeit, was ich vorhin erzählt habe, dass ich da als 14-Jährige im Krankenhaus lag. Da habe ich auch ganz einige sehr schöne Freundschaften geknüpft, die jahrelang gehalten haben. Obwohl wir uns nie wieder gesehen haben, ja, haben wir uns jahrelang noch geschrieben. Und da habe ich auch noch ein paar Briefe. Und meine Klassenkameradinnen haben mir damals auch geschrieben, als ich da lag, ein halbes Jahr. Das war auch ganz süß, was die mir alles geschrieben haben. Ja, und also da habe ich auch noch einige Briefe und also das muss ich alles nachsehen und auch mal gucken, ja, kann ich davon was loswerden oder nicht? Ist das wichtig? Für wen ist das wichtig? Und ich habe auch noch so viele T-Shirts, die ich nicht mehr anziehe und
Und da möchte ich irgendwie was draus machen. Also ich möchte da Kissenhüllen von nähen, aber ich komme nicht dazu. Und naja, also das sind halt so Sachen, die sich so anhäufen. Und ich habe auch schon einiges verschenkt so in den letzten 10 Jahren. Also ich brauche ja nicht 5 Kochlöffel. Da kann ich natürlich 2 oder 3 von verschenken, ja. Muss ja nicht sein. Oder eben so Auflaufformen, da hatte ich auch 5. Da habe ich auch 3 verschenkt, oder... Also solche Sachen, oder 20 Gläser, wozu brauche ich 20 Weingläser, ja. Also wenn ich jemanden einlade, okay, vielleicht mal 6 Gläser oder so brauche ich dann, aber nicht 20. Ja, ja, also da möchte ich so ein bisschen Luft schaffen, so in meiner Wohnung, und auch mal so Regalfächer auch mal so frei machen. Und ich habe schon auch vor, mal wieder einen Roman zu schreiben. Also ich notiere immer Ideen, weil dann manchmal, ja, ich schreibe manchmal einfach auch Szenen oder Dialoge, was mir gerade so einfällt. Also ich versetze mich in irgendeine Situation hinein und erfinde dann Figuren und schreibe Dialoge und muss dann drüber lachen und so. Und dann denke ich mir, naja, das wäre doch eigentlich schön, nochmal einen Roman zu schreiben. Aber ich weiß, wie das ist, da bleibt alles wieder liegen. Alles andere bleibt liegen, die Zeitungen stapeln sich, ja, weil ich dann nicht mehr so richtig zum Lesen komme. Das ist einfach eine Sauarbeit, habe ich ja schon mal mitgemacht. Und da muss ich wirklich so klare Sicht haben in meiner Wohnung. Und eben auch, was weiß ich, leere Regalfächer, wo ich dann wirklich auch so Material, also so aufschichten kann oder eben so... Sachen, die ich für Roman lesen, Roman schreiben brauche. Also ich habe damals eben auch für meine Figuren natürlich Biografien erfunden, die ich dann zum Teil nicht verwendet habe. Oder, also ich habe mir Figuren ausgedacht, und damit ich die dann eben, und dann sind die miteinander im Dialog getreten. Das war ganz witzig. Ich habe die also erfunden, es waren so 5 Hauptpersonen, und dann fingen die plötzlich praktisch in meinem Kopf an zu quatschen. Die haben dann den ganzen Tag gequasselt, ja. Und dann brauchte ich eigentlich nur noch mitzuschreiben, ja. Und dann brauche ich aber irgendwie, das wäre schon schön, dass es nicht so ein Chaos gibt, dass ich dann einfach so ein Regalfach habe, wo ich dann die verschiedenen Materialien dann einfach so ordentlich hinlegen kann. Es war damals ein furchtbares Chaos, und also Stapel, 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 und dann ich immer am Sortieren und so. Und aber das war auch ganz witzig. Ich habe das dann in meiner Gruppe so erzählt. Und die wussten dann schon, ich sitze mit 5 Leuten am Frühstückstisch und die quasseln, ja. Sind das Frauen nur? Bitte? Sind das nur Frauen? Nee, also in dem Roman sind es auch Typen. Aber eben die Hauptfiguren natürlich Frauen, und 2 von denen... Die verlieben sich auch, und aber das Besondere an dem Roman ist, dass die gefangen gehalten werden im Jobcenter, das heißt nicht Jobcenter, sondern Center für Arbeit, und die sind da gefangen gehalten, was sie erst nicht wissen, aber das erzähle ich jetzt lieber nicht, weil wenn das Ding rauskommt, doch mal eines Tages rauskommt, ist ja da ganz gar nicht erzählt habe und erwähnt habe, ist, ich war auch mal 4,5 Jahre in einem Schulenverein im Vorstand, also in der AHA von 1995 bis 1999. Die haben damals ganz bewusst Lesben integrieren wollen. Und da waren dann auch ein paar Lesben da, sind dann regelmäßig dahin gekommen. Und ich wurde sozusagen in den Vorstand geschubst. Die wollten unbedingt da auch mal eine Frau drin haben, und da war noch eine andere, die Barbara, die war auch im Vorstand, aber die hat sich dann zurückgezogen, und dann war ich da. Ja, also das war schon sehr interessant, also auch so diese Schwulen zu erleben, weil die auch so ganz anders miteinander umgehen als Lesben untereinander. Also die haben schon auch so eine Streitkultur. Also wenn die sich zum Beispiel so privat am liebsten die Köpfe zusammen eingeschlagen hätten, trotzdem waren sie vor der Öffentlichkeit dann solidarisch. Und das finde ich wirklich, da muss ich sagen, da können wir Lesben uns wirklich was abgucken.
so einfach so zusammenhalten, wenn es nötig ist. Und das finde ich ganz wichtig, so dieser Zusammenhalt, wenn es nötig ist, einfach vor der Öffentlichkeit dann eben dann auch zu signalisieren, wir stehen zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig. Und okay, also Streitigkeiten gibt es überall, aber die dann einfach so austragen, dass nicht alles zusammenbricht. Also das gab es ja sicher auch in den letzten 30 Jahren in Projekten, dass die einfach zusammengebrochen sind. Nehme ich mal an, dass das so war, dass die Frauen dann einfach das nicht hingekriegt haben, so praktisch zusammenzustehen und die Streitigkeiten konstruktiv zu lösen. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Und da können wir uns wirklich von den Schwulen was abgucken. Obwohl andererseits bin ich auch nicht so wahnsinnig begeistert von Schwulen, weil wir haben auch gesehen, dass die auch ganz schön frauenfeindlich sein können und dann Lesben auch das Wasser abgraben können. Da gab es ja auch so Vorfälle mit diesem Grundstück da vom Ruth und so. Und das fand ich auch überhaupt nicht schön. Und was für ein Grundstück? Dass die praktisch dem Ruth eigentlich ein Grundstück abgejagt haben, also nicht die Schwulen insgesamt, sondern eben eine bestimmte Schwulengruppe, die eigentlich schon zwei Projekte hatten, so Grundstücke. Und das Rot wollte eben so ein Projekt, so Wohnen im Alter, und so, hatten schon ein Grundstück und das haben die dann nicht bekommen. Also da gab es auch Gerichtsverfahren. Ne? Und das fand ich also wirklich ziemlich unmöglich von dieser Schwulengruppe, dass sie da so unsolidarisch waren. Und das, ja, also die hatten wahrscheinlich die besseren Anwälte, mehr Geld oder keine Ahnung. Jedenfalls hat das Ruth das dann irgendwie nicht bekommen. Und also da muss ich sagen, es gibt auch eben auch Schwule, die sehr, sehr frauenfeindlich sind. Und von wegen dieser Spruch, wir sitzen alle in einem Boot, kannst du vergessen. Ja. Also ich habe Schwule kennengelernt in der AHA, die waren wirklich sehr, sehr nett und sehr herzlich und so. Und die mochte ich sehr, aber es gab auch eine ganze Menge, die so, naja, schon so ein bisschen frauenverachtend waren und oder auch so, ja, auch so ein bisschen verantwortungslos. Also wir hatten da eben dieses Café auch, und wenn die dann, einige dann so, haben dann halt alles stehen und liegen lassen und durften andere aufräumen und so. Also so ein bisschen so mit diesem Verantwortungsgefühl, da mussten einige da wahrscheinlich noch sehr viel lernen. Die hatten wahrscheinlich, also es waren zum Teil eben auch sehr junge Schwule, die alles liegen und stehen gelassen haben. Und da habe ich mir so gedacht, naja, das sind wahrscheinlich so Jungs, bei denen die Mutter halt zu Hause immer hinterherräumt und oder auch so unmögliche Sachen gemacht. Wir hatten ja regelmäßig auch so Kaffee, und dann habe ich da auch mitgearbeitet, und dann hat einer zum Beispiel ein Geschirrtuch genommen und hat damit den Boden aufgewischt. Ich dachte, ich werde nicht mehr, ja. Macht man doch nicht, ja. Also, naja, solche Sachen, also irgendwie ohne Sinn und Verstand, ja. Und warum bist du ausgetreten? Oder ist diese, warum ich da ausgetreten bin? Also ich war dann auch so ein bisschen ausgebrannt. Also ich habe da sehr viel getan. Ich hatte damals eine Vollzeitarbeit, 39 Stunden, und habe praktisch noch 10 Stunden in der Woche für die AHA gearbeitet. Also ich habe auch die Buchhaltung gemacht und eben auch Kaffee, und ich hatte auch eine kleine Gruppe gegründet, so eine Gesprächsgruppe, die hieß Frische Brise. Das war auch ganz nett. Da waren immer so 10 Leute, also Typen und ein paar Lesben, und die haben dann von ihrem Leben erzählt, und das war auch ganz schön. Aber das war einfach so viel Arbeit, und ich mit meiner Vollzeit und also 50 Stunden Woche, das war dann einfach irgendwann auch zu viel. Und dann wollte ich auch mal wieder ein bisschen was anderes machen.